Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sweet Transit, in der wir jetzt sofort mal leider wieder was abreißen müssen. Ich mag ja immer nicht so Dinge abreißen, weil ich immer denke, na, nachher funktioniert es dann nicht so, wie wir es haben wollen. Aber wir müssen diesen Bereich jetzt hier mal kurz, ja, wegmachen. Wir machen das aber auch ganz vorsichtig, ohne nicht vorher nochmal zu schauen, was da eigentlich der Fall war. Da war es rein und hier war es... Warum ist denn da auch ein Pfeil rein? Der ist ja schon mal falsch, ne? Sehe ich gerade so. Hier fahren die doch, wenn überhaupt, raus. Das ist schon mal falsch, sehe ich, glaube ich. Das Signal machen wir mal weg. Und ja, da ist rein, da ist raus eigentlich. Auch wenn wir es vielleicht nicht so nutzen. Also der da gerade kommt, lassen wir mal kurz fahren. Der fährt ja jetzt hier rein. Er kann aber auch wieder rausfahren, was er ja auch dort pfeiltechnisch angezeigt bekommt. Der lädt gerade. Ne, entlädt. Kohle. Kohle ist nämlich auch in Anführungsstrichen schon zu viel. Wir stellen schon zu viel Kohle her. Ja, aber er fährt auf jeden Fall so, wie er fahren soll. Dann ist das schon mal gut. Jetzt stockt er gerade, weil er hier durchkommt. Ne, weil was ist? Hat er ihn jetzt stocken lassen? Ja, weil er dieses, dieses beige Ding hier benutzt hat. Und das hier auch weiter ist. Dann müssten wir den Abschnitt nochmal abgrenzen. Können wir, glaube ich, tun, indem wir hier nochmal was setzen. Weil die fahren ja nur hier rein, ne? So, jetzt hat der Abschnitt eine andere Farbe und jetzt würde der hier nicht mehr stören. Ist jetzt nur eine kleine zeitliche Verschiebung, also nichts Großes, ne? Aber muss ja trotzdem nicht sein. So, was macht er hier? Wenn er hier raus ist, denn gerade da wollen wir ja abreißen, dann pausieren wir das Ganze nochmal und versuchen uns mal. So, zack, stopp. Dann würden wir jetzt, wie gesagt, ganz behutsam abreißen. Und zwar... Die lassen wir stehen. Wir müssen nochmal rausgehen. Wir müssen dann gleich wieder hier rüber. Das ist dann entscheidend, dass da einer... Warum eigentlich? Ich wüsste gar nicht, wer da fährt. Also ich spreche jetzt von diesem Ding hier, ne? Wenn einer hierher kommt und den nutzt, was glaube ich nicht passiert, dann brauchen wir auch den Schlenker gar nicht. Und hier können die ja nur so fahren. Also ich glaube, dass wir den nicht brauchen. Ich meine, wir machen es jetzt mal weg und würden ja dann sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt machen wir gleistechnisch das hier noch weg. Ja, dann können wir nämlich sagen, wir gehen auf den Bahnhofsmodus und machen nochmal... Ah, falsch rum. Einmal Q drücken... Wir machen sicherheitshalber. A2 würden, glaube ich, reichen. Ja, und sonst kommen wir auch nicht um die Kurve. Und dann, oh, der ist aber auch falsch gesetzt, der da oben. So. Raus. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir mit den Gleisen erstens wieder hier reinkommen. Wenn wir überhaupt hier rumkommen, sehe ich gerade. Ja, siehst du. Klappt so schon mal nicht. Vielleicht mit ein weniger. Ja. Und hier raus. So, und Signale würden jetzt bedeuten, er würde nicht da reinfahren, wenn hier jemand drin ist. Da kann aber gar keiner drin sein. Insofern setzen wir das Signal zwar trotzdem hier ein weiter, damit das Teilstück noch ist, aber mehr brauchen wir nicht. So. Und die hier rein und raus fahren, kriegen einmal hier noch ein Signal.
Wenn sie weiterfahren, haben sie da nochmal eine Unterbrechung. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir den Überhang nutzen. Ja, wäre erstmal gut. Dann ist jetzt der Holzmensch hier, ne? Der hier hatte nicht genügend. Also wir wollten dem hier, das war der ja auch, damit wir mehr Holz anliefern müssten, der ist ja jetzt auch leer, ne? Genau, den können wir jetzt. Sägewerk nach Lager, genau, den können wir jetzt zwei mehr geben hier. Der fährt gerade weg, ne? Komm, ich guck's mir noch einmal an. Vielleicht sind ja drei möglich. Ne, es sind nur zwei. Ah, ne, doch, das sind drei möglich. Wenn die Lok nachher hinten drauf steht, ist ja nicht schlimm. Gucken wir nochmal hier an. Ah, er kommt, glaube ich, jetzt nicht raus. Dafür war das Ding. Zack, bum, bang. Jetzt weiß ich, wofür das war. Er kommt jetzt nicht auf die Zurückspur. Und mal eben kurz, wir können, ja, wenn der in der Schleife steht. Na komm, wir begnügen uns mit zweien. So. Warum ist der hier noch voll? Der lädt aus. Okay, dann ist gut. Aber wir müssen trotzdem hier ihn wieder zurückfahren lassen. Und zwar muss der irgendwie hier rüberkommen. So. Bedeutet wiederum, dass hier ein Stopp sein muss, falls der da gerade rauskommt. Und falls da einer weiter geradeaus fährt, soll der auch erstmal nochmal stoppen. Dann wäre das jetzt okay. Ich glaube, dass er jetzt zurückfährt. Ja, jetzt fährt er zurück, aber wir werden ihm gleich sagen, dass er jetzt zurück ins Depot soll. So, das muss ich auch irgendwie noch rausfinden, wie wir das jetzt erweitern können hier. Also es ist hier kein Doppelklick möglich. Ja, was bin ich jetzt gekommen? Ja, siehst du, hier kannst du mehrere Exemplare machen. Hier kannst du nicht einsetzen. Jetzt habe ich wahrscheinlich auf Einsetzen gedrückt. Wir verkaufen ihn jetzt. Machen vorne, hinten und Sägewerk 1 nach Lager ist das Ganze. Sägewerk 1 Lager. Und nicht 3, sondern 5. Haben wir schon vielleicht größere? Nee. 5 Stück und hinten muss auch nochmal eine Lok hin, die wir aber umdrehen müssen. So, Sägewerk 1 Lager. Die Route ist richtig. Er macht aber jetzt nicht bauen. Was will er jetzt nicht? Baukostenhammer. Warum will er den jetzt nicht bauen? Machen wir nochmal Stück für Stück. Das lässt er zu, das lässt er zu. 1, 2, 3, 4, 5. Lässt er auch zu. Und wenn ich die eine Lok noch hinten dran mache, lässt er die nicht zu. Was kostet die denn? Sie muss aber zurückgehen. Vielleicht haben wir das Lager nicht lang genug und wir können doch nur das machen. Na, das wird sein. Dann lässt das nämlich zu. Dann sind es doch nur vier. Da haben wir die ganze Chose jetzt für eine Geschichte gemacht. Ich brech zusammen. Wir kriegen aber auch hier keinen Rundlauf hin, ne? Ja gut, eine mehr oder. Da müssen wir vielleicht doch noch nachher einen zweiten Zug schicken. Wir nehmen den jetzt mal an, anders geht es ja nicht. Ich hatte ja schon mal erzählt, wer nicht dabei war. Man kann dieses Zugdepot kann man so lang machen, wie man möchte. Ne? Umso länger man es macht, umso längere Züge kann man produzieren. Und das war jetzt schon das Maximum, was wir können. Also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Einheiten, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Gut, habe ich den schon auf einsetzen? Ja, er fährt jetzt. So, jetzt macht er erstmal die Schleife. Eine Riesenschleife macht er jetzt, aber von mir aus machst du. Wenn er dann nachher seinen Weg hat, ist ja alles gut. Wo ist er? Da oben. Jetzt nimmt er 200 statt 150 mit. Immerhin, weil Holz ist immer wenig. Ja, aber mir diese Idee mit dem zweiten Zug gerade, das ist, glaube ich, die beste Lösung. Jetzt fährt er daher. Habe ich ihm das Falsches gesagt? Ne, Sägewerk 1 Lager.
Aber er kommt nicht ins Lager. Ich habe ihm doch irgendwie. Weil der Bahnsteig ist auch zu kurz. Da kann er nämlich auch nur 150 abliefern. Ich habe ihm irgendwie den Weg jetzt versperrt. Ach, das Ding hier. Das muss rein und raus. Muss ich das erst entfernen? Ach so, links und rechts einmachen. Jetzt müsste es funktionieren. Was macht er? Ach so, er hat jetzt die, ja. Hat jetzt nicht die Anweisung, dass er 20 Sekunden warten soll. Jetzt müssen wir ihn ins Depot schicken. So. Dann nochmal auf ein neues einsetzen. Jetzt fährt er erstmal wieder den Riesenumweg. Aber ich hoffe, wenn er gleich da reinfährt, dass er wieder rausfährt. Ja, auch das passiert, eine Folge, in dem es hauptsächlich darum geht, dass ein Zug richtig fährt. Aber nochmal, das ist das ganze Spiel, ne? Gleise, Signale, Verbindungen richtig herstellen. So, jetzt nimmt er hoffentlich wieder 200 auf und bringt diese 200 auch auf direkten Wege jetzt hier runter. Ja, macht er. Weil er nämlich jetzt hier auch wieder raus kann. Wo ist er denn? Das war der andere. Gut. Siehst du, und der passt dann auch hin. So kann er insgesamt die 200 liefern. Und kann dann wieder zurückfahren. Ne, jetzt hat er wieder ein Problem. Was hat er jetzt für ein Problem? Zug kann sein Ziel nicht erreichen. Es gibt möglicherweise keine Schienen, die zu diesem Ziel führen. Also hier raus kann er. Dann kann er nur geradeaus fahren. Dann kommt er doch zum Sägewerk. Verstehe ich jetzt nicht. Wenn der hierher fährt, dieses Stück vielleicht, aber da kann ich kein Signal mehr hinsetzen, oder? Muss ich das nochmal versuchen abzureißen und nochmal etwas länger zu machen, dass da ein Signal hinpasst. Oder wir müssen die beiden Signale eins nach da verschieben. Funktioniert aber nicht. Das ist korrekt. Ist der jetzt weiter oder ist der genauso? Sieht für mich irgendwie genauso aus. Ich versuche es mal mit einem. Geht aber nicht weiter. Also entweder ist der genauso. Ich muss ja, das ist nicht groß genug. Ja, da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen Platz schaffen, indem wir das Ganze nochmal wegreißen. Und den Turn. Das ist ja die Spur, ne? Genau. Muss noch einer weg. Oh, die Brücken sind schon frei. Steinbrücken. Irgendwas haben wir gerade geschaffen. So, dass wir jetzt sagen können, du gehst hierher und fährst dann da hoch. Ne, ich will dich jetzt einfach nur genau. So, und jetzt müssten wir doch Platz haben für Signale. Der soll warten. Und der müsste hier warten, während der natürlich auch da warten muss. Und den so nah wie möglich da dran. Machen wir den mal dahin und machen das weg.
Kannst du jetzt fahren, Baby? Oh, Schätzelein. Du willst immer noch nicht fahren. Warum denn nicht? Lass uns doch mal darüber sprechen. Das ist eine Farbe und der soll geradeaus fahren. Liegt es vielleicht gar nicht da dran? Dann fährt er hier weiter. Nochmal Lucky-Lucky machen. Würde jetzt hier geradeaus fahren. Auch das ist richtig. Alles durchgängig. Hier oben hochfahren. Auch das ist richtig. Sich dann den Weg nehmen und zum Sägewerk kommen. Ja, natürlich ist das richtig. Wo ist der Fehler, Leute? Wo ist der Fehler? Ich sehe ihn gerade nicht. Wir machen noch mal eins. Vielleicht ist aber das jetzt gerade. Wir setzen den noch mal ins Depot und nehmen den jetzt noch mal rein. Vielleicht sucht er sich jetzt den richtigen Weg, nachdem wir da umgestellt haben. Hinkommen tut er. Aufladen tut er auch. Rausfahren tut er. Ankommen tut er. Ausladen tut er. Und dann blockiert es ihn. Ja, keine Ahnung, da würde ich jetzt sagen, ich mache nochmal ein kurzes Break. Das, was ich schon mal angedeutet habe, das Video ist noch nicht vorbei. Ich mache nochmal eine kurze Pause, gucke mir das in Ruhe an und dann bin ich wieder da. Bis gleich. So, Leute, ich glaube, mein Schwein pfeift. Eigentlich pfeift der Zug, ne? Aber ich habe hier hin und her gebaut, habe abgerissen, neu gebaut, Signale gestellt wie sonst was. Und dann fiel mir bei den Einstellungen auf, dass hier angeklickt war, also auf Vorwärtsgang stellen und auf Multidrive stellen. Jetzt Multidrive bedeutet ja in beide Richtungen. Das war anscheinend nicht richtig eingestellt. Und jetzt fährt er. Das ist unglaublich, ne? Ja, dann fuhr der Zug teilweise nicht, der blieb hier stehen. Also es war ein bisschen verzweifelte Arbeit, aber jetzt sollte es klappen. Schauen wir, der hat jetzt 200 gelagert. Wir gucken ihn jetzt, ob es nochmal anstimmt. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, auch umgeleitet. Rein theoretisch kann er jetzt hier reinfahren. Das macht er jetzt immer noch nicht. Aber ich bin ja froh, dass er jetzt erstmal fährt. Aber das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Ich möchte erstmal sehen, ob er jetzt dann auch zurückfährt. Weil hier kann er ja nicht wieder komplett entladen. Das ist ja das Problem. Und wenn er jetzt wieder fährt, dann hat er doch kein komplett entladen. Der macht jetzt diesen Weg, ja. Aber das hatten wir ja auch schon mal mit ihm. Das ist ja unsinnig. Der soll ja hier oben reinfahren. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Dachte, ich hätte es jetzt erledigt. Soll hier auch wieder rausfahren. Ich glaube, das Signal braucht es gar nicht. Ob es daran liegt, weiß ich zwar nicht. Also hier muss ein Signal hin. Das ist richtig. Der Abschnitt ist etwas groß. Da können wir hier oben eins hin machen. Ne, dann wird es jetzt wieder dasselbe, ne? Von den Farben. Ne, bleibt doch bei den Farben gleich. Komm du jetzt noch mal her. Zug 3 fährt. Nimmt wieder die 200 mit. Fährt aber jetzt den Weg komischerweise. Guck mal, der lässt ihn jetzt nicht hier rein. Das verstehe ich nicht. Hier ist doch eine Einfahrt. Ach so, weil dieses Stück nicht zweigleisig ist. Jetzt habe ich's.
macht es zwar trotzdem, und dieses Stück muss auch zweigleisig sein, sehe ich gerade. Ja, man muss genau hinschauen. Dann ist es nämlich der kürzeste Weg. Nächste Runde sieht es hoffentlich anders aus. Es ist auch zu wenig, wir müssen da einen zweiten Zug reinschicken, aber erstmal muss ja der erste Zug funktionieren. Da ist er nämlich gerade. Und dann stopft er nämlich den Rest da auch noch. Da kommt er. Und jetzt fährt er hier durch. Jetzt fährt er so, wie er fahren soll. Ist auf Multidrive eingestellt, entlädt die 200. Und fährt auch da wieder den schnelleren Weg zurück. Ja, alles gut. Was ist das eigentlich für einer? War das dieser Test, die Testgeschichte? Lagerwerkstein. Haben wir denn jetzt mittlerweile hier Werkstein? Ne, der fährt nicht. Den müssen wir uns auch nochmal angucken. Ach so, das war ja die Geschichte. Ja, der kann eigentlich direkt ins Depot, der kann verkauft werden. Weil das bringt nichts. Wir können jetzt eher sagen, dass wir von ihm hier. Können wir das auch darüber machen? Sägewerk Lager. Können wir da einen duplizieren? Nee, das können wir hier nicht machen. Dann müssten wir ihn ja quasi in die Halle nochmal schicken. Ah, jetzt so häufig gemacht, dann ist auch egal. Und wenn wir jetzt hier zwei Exemplare machen, habe ich auch noch nicht gemacht, dann müsste das eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Ja, der wird wahrscheinlich genau. Ja. Dann haben wir jetzt zwei Züge und bekommen. Guck mal, wie schnell das Holz da weggeht. Ne, also. Das ist definitiv zu wenig. Deswegen ist ein zweiter Zug da auf jeden Fall sinnvoll. Die beiden begrüßen sich da schon mal. Geben ein bisschen ins Stocken. Viele ohne Arbeit von unseren 1100 Einwohnern. Der müsste schon wieder hier oben sein am Sägewerk. Der bringt schon wieder zurück. Und in dem Moment ist kein Holz da. Er lädt aus, der andere lädt. Er fährt raus, er fährt los. Also das ist funktioniert. Man sieht es jetzt, wir sind noch bei rund 100 und kriegen schon wieder die nächste Lieferung. Dann ist es jetzt in Ordnung. Dann fährt er weg, während der andere schon wieder kommt. Ja, so haben wir eine dauerhafte Verbindung hergestellt. Wie viel können wir eigentlich in der Lagerhalle lagern? 300. Kann man das auch irgendwo erweitern? Kleines Lager. Das wird wahrscheinlich dafür sein. Ne? Guck mal. Na, wir haben ja hier irgendwo ein Ziel, wo wir ein kleines Lager bekommen, wo ich schon mal sagte, wir haben noch ein kleines Lager hier. Da müssen wir 500 Werkstein produzieren. Aber wenn wir das nicht nutzen, bringt das alles nichts. Wann war jetzt die Kirche nochmal? Oder hat die Kirche sich freigeschaltet? Die Kirche ist frei. Ja, war ein Spielstand mit sehr viel Gedönsrad. Dann lass uns jetzt noch die Kirche bauen. Eine Kirche für Anhänger des großen Zuges. Der große Zug ist ein Symbol für Verbindungen und dafür, dass Züge mehr als nur ein Transportmittel sind. Bietet Einwohnern einen Ort zur Verehrung des großen Zuges. Nett gemacht. Bringt auch ein Sternchen übrigens komplett. Hat eine Reichweite von 35 Kacheln, kostet übrigens 100 Werkstein. Warum sind die jetzt nicht da? Ja, weil wir die nicht dahin geliefert bekommen. Weil hier in Nebiges sind die 100 Werkstein. Ja, dann können wir die Kirche auch noch nicht bauen. Dann müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Und müssen uns das im nächsten Spielstand nochmal anschauen, warum wir denn hier diesen Werkstein nicht darüber transportiert kriegen. Das muss ich ehrlich sagen, entzieht mir immer noch meiner Vorstellungskraft. Gut, machen wir so. War ein bisschen sehr viel Gepröll, aber das gehört zu dem Spiel leider auch dazu. Insofern hoffe ich, es langweilt nicht. Es ist einfach das Spiel, so muss man es ja sehen, ne? Alles klar. Ich sage danke fürs Zuschauen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin bleibt gesund. Ciao, ciao.